Willkommen zurück zu Tomb Raider, dem Spiel, wo wir mal eben... wir müssen mal ein bisschen reisen. Wir müssen nämlich noch Münzen einsacken. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen diesem Basislager und diesem Basislager und diesem Basislager? Wir haben zumindest den ersten Shop gefunden, wollte ich eigentlich gerade sagen. So, mal Holzfäller, das ist ein Basislager. So, da können wir jetzt hinreisen, ja. Wir brauchen nämlich noch 25 Münzen für den Schalldämpfer. Ich habe mich schon gewundert, warum es in diesem Spiel keinen Schalldämpfer gibt, wo es den in den Vorgängern noch gab. Aber es gibt auch hier einen Schalldämpfer. Wir haben ihn bloß noch nicht, man kann ihn bloß nicht so freischalten, sondern man muss ihn kaufen. Was machen wir jetzt eigentlich genau? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist die Basislager von der Firma Knorr. Was? Haben die einen Schokoriegel, der Basislager heißt? So, Münzen. Wir wissen überall, wo Münzen ist. Das heißt, wir werden die jetzt alle mal schön erkunden. Die liegen da hinter dem Haus und ich habe die nicht gesehen. War ein bisschen peinlich, wa? Ey, was ist das hier noch? Ach, noch mehr Seife? Das ist bestimmt da. Ah, nee. Da drüben. Komm mal hin. Ich sollte vielleicht doch 3 Meter weiter spielen, bis ich das Kampfmesser habe. Ach, das sind voll. Wie sind denn das? 7. Oh, das ist nicht so gut. Aber hier ist noch eine Höhle. Interessanter Ort entdeckt. Laufen, 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 laufen. Münzen, 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 Münzen. Wir brauchen Münzen. Noch ein Dings. Hab ich überhaupt schon irgendein Verwendungsstück für dieses komische Erzzeug gehabt? Ich sammle das Zeug immer ein. Aber so richtig, so richtig benutzt habe ich das noch nicht für irgendwas. Hätte ich Basen wie Carbonara oder Suppen und Krams. Aber ich dachte nur, dass es Knorr nicht in Deutschland gibt. Was? Ich kenne das Wort Fertigbasen bloß einfach nicht. Gibt bei uns auf jeden Fall die komische Knorrsuppe. Kann ich das da irgendwie lesen? Wenn das leuchtet so, als könnte man es lesen. Aber ich glaube, das sind einfach nur die Reste von der kaputtmachbaren Wand, oder? Oder? Oder, oder? Ne, auf der Seite ist das, leuchtet es nicht. C Germans. Was ist denn bitte schön fertig? Ich kenne Brühen, aber... Was ist denn eine Fertigbasis? Die komischen Österreicher. Die Leute machen mich fertig mit ihren komischen Dialekten. Ich hole mal die Pistole raus. Hey, wir haben da noch einen Schuss. Das heißt, ich kann wieder rumballern. Knopf ist eine Fertigsuppe bekannt. Lebensmittelhersteller in Heilbronn, der heute zur Unilever-Gruppe gehört. Ah ja. Naja, man, besser als Nestle, wa? Wie viele Münzen sind das? Ach, 2. So werden wir nicht reich, Freunde. So wird nichts in den Schalldämpfer. Neulich. Damien, den... der Baumeister des Propheten. Oh, das war aber hoffentlich nicht der, der auf seine Frau und sein Kind gehofft hat. Das wäre nämlich sehr tragisch. Wie, das Ding kann ich mir nicht angucken? Ja. Ah, der Baumeister hat sein eigenes Grab bekommen. Also die Tatsache, wie groß die... Die Tatsache, dass hier die Bude riesengroß ist, spricht ja irgendwie dafür, dass das... Dass die fertig geworden sind, oder? Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Die Architektin? Oder jetzt habe ich den Rest des Textes nicht drin. Egal. Wie kommen wir jetzt da hoch? Oh. Naja. Also, ich schaffe das hier noch in hüfthohem Wasser zu ertrinken. Ich hätte gedacht, dass man hier um was tauchen muss, aber... Es sieht gerade nicht so aus, als könnte man hier irgendwas ertauchen. Boah, ernsthaft. Muss mal gucken, ob es irgendein Perk gibt, was mir mehr Ausdauer gibt beim Tauchen. Das sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich hier hochspringen, oder? Oder doch? Nee. Das ist ein bisschen weit. Heilbronn liegt in Deutschland? Ist es so? Oh, wir müssen da ganz hoch. Wallrunning? Das Spiel haben wir übrigens eine komplett unrealistische Vorstellung von dem, an den Rennen an Wänden gegeben, ne? Also ich springe hier einfach rüber, wa? Ne, das geht natürlich nicht. Es teast hier nur, als ob ich da nicht rüberkomme! Das ist so dumm. Ich fürchte fast, wir müssen an der Stelle hier abbrechen, ne? Weil ich sehe nicht so richtig, wie wir hier weiterkommen sollen. Wenn ich jetzt hier mit den Sperr... an den Schwert hier noch irgendwie rumgrabbeln kann.
tauchen kann ich hier halt auch nicht. Und der nächste Schritt wäre irgendwie, dass ich hier so... Hä? Was ist denn das hier noch? Naja. Das hier irgendwo... Ach! Dann höre ich da schon auch noch Magie. Ja, aber durchaus das Problem ist, dass wir das Wort Basen nicht kennen, nur ich zumindest nicht. Neulich habe mich auch in einem Browser-Game gefragt, ob ich mal eben ein paar Wolltücher durchlassen kann. Und ich so, was soll ich machen? Und mit durchlassen... Warum gibt es denn diese Kante jetzt? Mit durchlassen hat er gemeint, dass ich die aus dem Lager holen soll. Durchlassen? Komische Delikte. Verstehe ich nicht. Ich bin auch also generell sehr komisch, wenn Leute irgendwie so Dinge sagen, die ich nicht verstehe. Ich war schon. Und... Okay, diesmal liegt eine Leiche drin, ich bin mir fast sicher. Tja. Hey, Teil antiker Bogen. Teil 1 von 4 gefunden. Oh, der antike Bogen ist dann mein Kompositbogen überlegen, nehme ich an. Ey, nochmal Münzen. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Achso, nee, die Kante gibt es nur, damit ich wieder zurück kann, oder? Oder sag ich bitte nicht, ich kann jetzt hier... Als ob! Na klar, in der Richtung kann ich runterspringen. Das ist so lächerlich. Was man heutzutage so alles bei modernen Spielen aushalten muss, ne? Dass man ernsthaft glauben soll, dass das... Habe ich ja nicht noch Geld markiert? Da. Aber irgendwie das... So. Wir sind ja eigentlich immer noch auf Schatzsuche. Mir geht es ja vor allen Dingen ums Geld. Alles andere ist mir egal. Ich will ja nur reich werden. In Münzen, damit ich den komischen Zeugwart in Gold bezahlen kann. So schön, dass ich die einzigartigen byzantinischen Münzen, die wahrscheinlich total der Kultur wert sind, einfach den Zeugwart gibt, der das wahrscheinlich dann irgendwie einschmilzt. Oder halt irgendwo für einen 1 zu 5 Wechselkurs eintauscht. Noch eine Wolfshöhle? Noch eine Wolfshöhle. Davon gibt es ja echt viele. An den letzten Wölfen bin ich übrigens gestorben. Wir erinnern uns. Yay, Herausforderung abgeschlossen ins Dunkel. Wieder welche Timita habe. Aber, hä? Wo sind denn jetzt die Wölfe? Wenn die Musik wird, die total drängt und alles? Lara ist keine Archäologin, sondern eine Barbarin. Ja, man könnte Lara, glaube ich, schon so ein... Also die Art und Weise, wie sie so mit Schätzen umgeht, lässt ein bisschen an ihrer Qualifizierung als Erhalterin der Vergangenheit zweifeln, oder? Also, ich sehe das irgendwie nicht, dass die gute Lara irgendwie darum bemüht ist, irgendwie die Vergangenheit zu... Oh, jetzt haben wir tatsächlich was gefunden. Ach ja, richtig, die sterben durch die Gasfalle direkt. Das ist so dumm. Ist das am Anfang, wurden mir die Gasfalle so verkauft, dass die halt nur verlangsamen. Und jetzt auf einmal töten die halt. Du musst halt einen guten platzieren. Das entkräftet die. Wir spielen auf den höchsten Schwierigkeitsgrad immer noch. Das nervt die Wölfe halt in den Tod, ne? Also wortwörtlich. Weil ich muss ja quasi nichts gegen die Viecher tun. Ein Gasfall wie grob in die Richtung und schon hat sich das erledigt. So, wir sind wieder einmal rum. Okay, gut. Warum verschießt Lara Pfeile aus der Höhle? Aus der Hölle? Nein, ich will nicht. Aber ich höre immer noch welche Viecher. Na, eins. Wie, ich kann das Vieh nicht plündern. Ich bin entsetzt. Oh, ich habe meinen Pfeil wieder bekommen. Das ist sehr gut. Wo ist mein Gold? Da. Zumindest sind wir relativ... Was ist denn das? Doch mehr Texte. Eine Karte. Neue Dokumente. Was ist Geheimnis enthüllt? Was ist ein Muck? Ugh.
Okay, wir gehen wirklich nicht, da flieg ich mit der Welt als solches um, ne? Hier geplündert, dort geplündert. Wo ist denn das hier? Immer noch? Moment. Moment mal. Wir enden jetzt bestimmt gleich wieder auf den Hügel, auf den ich gerade schon war, oder? Schön, wie Lara auch an der Seite springt. Was ich gerade sagen wollte, dass das Computerspiel haben mir halt so eine ganz... Also ich habe früher mal gedacht, man kann halt irgendwie... Man kann so an Wänden so richtig gut laufen. Und das versuche ich manchmal beim Klettern immer noch. Aber die meiste Zeit funktioniert das halt nicht. Weil du brauchst schon ganz schön Kraft. Also du musst halt quasi gegen die Wand gegenspringen, um wie an der Wand dich abzuspringen. Wenn du dich dann abstützt, dann kippst du halt gerne mal um. So, ich kann immer noch die Spitzhacke verbessern. Das wird nicht passieren, Freunde. Ich werde das Ding bis zum Ende, wenn falls irgendwas kommt, was ich noch brauche. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Was sollte ich denn jetzt hier machen? Tierglühen bei Verwendung, nein, ist mir egal. Doppelschuss, ist mir auch egal. Nerven aus Stahl. Hebe ich länger stabil, ist auch schön. Eine Verkaufsreffer, ja, das ist zwar ganz nett, aber versehen ist. Ja, hier, Bonus XP für Kills von aus der Entfernung. Erhöhen Sie die Menge, die Sie von jeder Quelle sammeln. Erhöhen Sie die Menge der künstlichen Herrschung, Sie von jeder. Ja, gut, haben wir hier noch was? Leichenfeind-Spezialist, Hohlspitzgeschosse, Abrissexperte. Mehr diese verdammt allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Naja, nee. Finden Sie sich. Schnellere Herstellung ist halt so richtig dumm. Dickhäutig ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Lautlose Exekution sind viel schneller. Ne? Springen macht keine Dingens. Ne? Schneller heilen könnte vielleicht tatsächlich nochmal relevant sein. Ausweichkonter. Ja, das klingt auch ganz gut. Aber wir machen auf jeden Fall erstmal Finesse. So. Was habe ich denn jetzt hier freigeschaltet? Ich müsste doch hier irgendwo ein Arktis-Outfit, heldenhafte Forschung, Pionier, Geistweber. In Horizon gab es auch Geistweber-Dingens. Schere. Was? Hier scheint die Raubtiere wird gesenkt. Sterblicher Wächter. Die meisten dieser Rüstungen sind wie Spoiler für irgendwas, oder? Lederjacke. Kommando. Ah ja. Sieht aber genauso aus wie das sibirische Waldhüter-Dings, oder? Nur das schulterfrei ist. So, egal. Das, ja, das sieht halt genauso aus wie das andere Dings. Hätte ich mir auch sparen können. So, jetzt hat es den nächsten Grund, dass sie kalt ist, wenn wir mit Tanktop rumrennen. Ich finde, das passt sehr gut. Aber ich wollte nochmal, zumindest nochmal kurz. Was ist denn der Bonus darauf eigentlich? Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Oh, das bringt mir überhaupt nichts. Gut, dass wir das freigeschalten haben. Wir spielen nur schwer, da regeneriert sich die Gesundheit nicht. Also gar nicht. Ah, schön. Ein Muck ist ein Becher. Gib mir mal einen Muck bekommen, meistens ein Becher Kaffee. Wahrscheinlich nur im Norden. Ah, enttäuschend. Kaffee gibt es nur im Norden. Oh, da hinten sind noch Dokumente. Und hier ist nochmal eine... Richtig heimelig hier, ne? Also, schöne Höhle, ne? Gibt zwar absolut nichts hier zu tun. Ich weiß nicht, wie heimelig so ein Bücher... Also ich weiß noch nicht so richtig, warum ich dieses Feuer hier überhaupt freigeschaltet habe, ne? Außer den guten alten Grund, weil ich kann. Überlebe ich das? Anscheinend. Wo will ich hin? Ich sehe das übrigens ganz im Vertrauen. Ich sehe das nicht, dass ich jetzt schaffe, 25 Münzen noch einzusammeln, die ich für den Schalter verbrauche. Wahrscheinlich muss ich zu den guten Mann wieder zurückkehren. Naja, das sind doch die guten Links, die ich schon habe. Ich kenne eine Art Kaffee, die nennt man Muckefuck. Das kenne ich auch, aber ich dachte, das wäre so ein Ostbegriff. Oh nee, das ist wahrscheinlich kein Ostbegriff. Es gab mal einen Radiosender, der hieß Radio Muckefuck oder so. Glaube ich. Hab ich recht im Sinne. Ist schon wieder lange her. Wo sollen die Münzen sein? Da oben? Das ist ein Malzkaffee. Ha, alles nur, weil ich mich über Sprachen beschwert habe. Wie soll man diese Dinge eigentlich finden, wenn man halt nicht die Karten fragt? Ah, das ärgert mich ja. Gibt hier so viele Höhlen. Na gut, da kommen wir wahrscheinlich nicht ran. Herausforderungsversteckung. Na gut, das ist da in diesem Lager. Da komme ich ja eh nicht rein. Kupferwerk. Da liegen noch Dokumente. Aber im Kupferwerk selber war ja die Tür dicht, ne? Oh, da liegt noch ein Dokument. Da müsste man vielleicht tatsächlich mal zurückreisen. Das noch holen, ne? Das machen wir auf jeden Fall noch. Oh, da hier vorne ist Holz.
hätte nicht gedacht, dass gerade Holz und so ein Mangelwarenartikel hier ist in diesem Spiel, ne? Ja, da ich das halt für Pfeile und für das Anzünden von Lagerfeuern brauche. Oh, das war ein unnötiger Schiefersturz. Ist das wie immer alle, das Zeug. Du musst ja noch nie. Ich trinke in letzter Zeit meinen Kaffee übrigens größtenteils schwarz. Aus, naja, zwei Gründen. Erstens, weil ich keine Milch bei habe. Und zweitens, weil ich habe rausgefunden, man mit der French Press Kaffee machen kann, der weniger bitter ist. Also ist eigentlich total simpel. Man schöpft nach ein paar Minuten oben den Schaum ab. Also man rührt oben und schöpft. Ach ja, Seife, das kann ich da nicht weiter. Man schöpft den Schaum ab. Und dann geht das eigentlich ganz easy. Ja, ich will wirklich dahin. Und dann ist der deutlich weniger, also es ist echt krass, wie viel weniger bitter der denn ist. Dann kann man den eigentlich ganz gut pur trinken. Ich genieße aktuell sehr meinen French Press Kaffee. Das ist zwar immer, wenn ich mit zur Arbeit nehme, dass er leider eine Thermoskanne, dass er nicht, das finde ich, verliert ein bisschen Geschmack. Ich weiß gar nicht, warum. Die Thermoskanne sollte ja eigentlich geschmacksneutral sein. Oh, naja. Obwohl, na gut, mir ist heute aufgefallen, meine Thermoskanne hat so drei Sedimentschichten, also so drei Lagen, die man sehen kann. Das ist halt genau, das ist die erste Kanne, zweite Kanne und leer. Also ganz unten ist es, der Boden hat so ein bisschen Schicht. Das ist an den Rändern, was halt so immer zurückbleibt, weil es halt an den Wänden wieder runterläuft. Und das habe ich übersehen. Ach, ich Idiot. Und da gibt's halt noch so zwei andere Schichten da drinnen, wie das halt immer nach der ersten Tasse, wie noch drin ist, nach der zweiten Tasse, weil es halt immer relativ konstant ist. Das hätte ich benutze das Ding gerade mal seit ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob's. Ernsthaft, das habe ich übersehen? Och. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Erwähnt ihr Geheimnis. Was beschützen sie den Bergen? Ja, wahrscheinlich die Stadt Kitesh, von der wir jetzt die ganze Zeit hier hören. Der Grund, warum wir eigentlich hier sind? Würde ich jetzt mal so vermuten. Also sie haben es denn ja anscheinend irgendwie überwunden. Meine, die Rote Armee ist unendlich. Das ist, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass gerade hier in Sibirien ist die Rote Armee durchaus sehr endlich. Aber hast du ja ernsthafte Logistikprobleme? Na gut, die werden wahrscheinlich auch nicht so viel sein. Wie groß ist eine Bevölkerung? Wie große Bevölkerung kannst du realistisch in der Gegend hier versorgen? Also wenn du vielleicht irgendwie die Leute weit verteilst, kannst du vielleicht so 100 Mann, vielleicht 200, also Mann, Frau, Kind, in einer Volksgruppe halten, oder? Aber mehr auch nicht. So gut, dann haben wir jetzt aber erstmal so gut wie alles entdeckt und machen uns rüber zum Lager. Beim nächsten Mal. Tschüss.